Herzlich willkommen heute bei unserer Sendung Naturmedizin. Wir fangen heute direkt spannend an mit Parasiten, Entzündungen, Rheuma, Schmerzen. Und mein Gast heute, Dr. Med Hobert, wird mir viele verschiedene Möglichkeiten zeigen, wie wir das Thema angehen können. Und ich freue mich sehr darüber. Hallo, Ingfried. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ich möchte eigentlich direkt gleich einsteigen in das Thema Parasiten. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass es in der Schulmedizin gar kein wirkliches Thema ist. Und da gibt es aber wohl sehr interessante Zusammenhänge mit Entzündungen, mit Krebs sogar teilweise. Was sind deine Erkenntnisse hierzu? Naja, es war früher so, dass man ausgelacht wurde, wenn man sagt, Krebs entsteht auch so ein bisschen durch Parasiten und Entzündungsprozesse, schleichende Infektionen, Silent Inflammation ist durch Parasiten ausgelöst. Oder dann gab es Autoren, die gesagt haben, alle Krankheiten sind durch Parasiten ausgelöst. Das ist natürlich nicht so, aber wir wissen heute durch moderne laborchemische Untersuchungen, also spezielle Mikrobiomanalysen, also Stuhluntersuchungen, die heute ganz besondere Parasitenstämme nachweisen können, so können wir doch sagen, dass es einige Krankheiten gibt, von denen wir das gar nicht so erwartet haben, dass da doch parasitäre Erkrankungen im Entstehen dieser Krankheiten durchaus mitbeteiligt sind. Und so mache ich in meiner Praxis am Steinhuder Meer auch die Erfahrung, dass das sich lohnt, hier auch aufwendige Labormaßnahmen durchzuführen, um dies als Krankheitsursache auszuschließen, gerade bei chronisch degenerativen Erkrankungen. Ich hatte ja mal selber so eine kleine Erfahrung gemacht, weil ich mich auch dann so reingelesen habe mit Parasiten und dass wir ja alle Parasiten haben und halt der eine mehr, der andere weniger. Und dann gibt es dann die Möglichkeit über DMSO, einfach mal so eine Antiparasitenkur zu machen. Dachte ich, mache ich mal. Habe das natürlich dann genommen und dann kam natürlich ein Kind nach dem anderen bei mir und sagt, Mama, dein Büro, da stinkt's nach faulen Eiern. Und ich habe selber gar nichts gerochen. Das war dann wie, wenn man Knoblauch zu sich genommen hat und es nicht merkt. Also, was hast du für Erfahrungen mit dem DMSO? Ich habe es dann echt bleiben lassen, weil ich dachte, okay, ich darf ja nicht mehr unter die Leute. Also wir müssen grundsätzlich sagen, ganz viele Erkrankungen, wir können heute sagen, 3/4 aller Erkrankungen entstehen aus schleichenden Entzündungen. Nicht? Wir wissen alle, chronische akute Entzündungen erkennt man daran, dass hier eine Rötung vorliegt, eine Schwellung, eine Überwärmung, dass Schmerzen vorliegen. Schleichende oder low-grade Inflammation, das spürt man erstmal nicht. Das ist wie stell dir vor, dein Haus brennt, aber es ist nur ein Schwelbrand. Du riechst nur irgendwo, irgendwas stimmt hier im System nicht. Und das, was da nicht stimmt, sind niedriggradige Entzündungen, die vom Darm aus sich ausbreiten im System und mal hier und mal da und mal dort hochploppen. Und wobei die Anfänge sagen mir schon oft auch Patienten oder Zuhörer, dass sie sagen, man ist so antriebslos, müde, als ob einem jemand so ein bisschen den Stecker gezogen hat und man denkt so, Das System kämpft gegen etwas und verbraucht dabei unglaublich viel Energie. Das heißt, Patienten mit dieser Silent Inflammation sind müde, antriebslos. Ihnen fehlt die Kraft, die Aufgaben wirklich mit ihrem vollen Potenzial zu erledigen. Und sie wundern sich, was da nicht stimmt. Und wenn wir bei mir am Steinhuder Meer dann Laboruntersuchungen machen, stellt sich häufig heraus, dass Entzündungsparameter erhöht sind, aber es sind spezielle Entzündungsparameter, die man normalerweise gar nicht testet. Da gibt es das CRP, es gibt Interleukine, TNF-Alpha, sie haben alle Namen, die so in dem normalen Labor nicht vorkommen und die man aber in jedem Labor machen lassen kann, aber man muss es dazu anfordern. Und dann sieht man, wenn solche schleichenden Entzündungsprozesse vorliegen, haben wir viele Möglichkeiten, auch mit hochkonzentrierten Naturkräuterpräparaten gegen diese Entzündungen anzuarbeiten. Und da spielt auch Schwefel, der zum Beispiel aus Bäumen herausgewonnen wird, eine ganz große Rolle. DMSO zum Beispiel. Also es ist auch ein Naturprodukt sozusagen. Ist auch ein Naturprodukt. Okay, ist es MSM, flüssig oder? Das ist anorganischer Schwefel, der wenn wir es als Infusion geben, zum Beispiel bei Schmerzpatienten, bei Migränepatienten, bei Rheumapatienten, ist DMSO eine der Hauptinfusionen, die wir oben in Steinhude machen, weil es darum geht, möglichst schnell die Entzündungsparameter runterzubekommen,
ohne dass man dafür Schmerzmittel, Cortison oder solche Dinge braucht. Hat man dann auch diesen faulen Eiergeruch? Den hat man. Oh nein, ne? Dachte ich. Aber er ist nicht so schlimm wie Knoblauchgeruch, okay. Aber man merkt schon, oh, hier ist ein besonderer Duft. Aber hier wird auch ganz viel an Giftstoffen ausgeschwemmt. Und Parasiten mögen keinen Schwefel und Entzündungen mögen keinen Schwefel. Okay. Und das ist etwas, was wir schon von den alten griechischen und römischen Kaisern wussten. Die sind immer haben ihre Schwefelbäder gemacht, wo sie sich in Schwefel reingelegt haben, aber auch Schwefelkuren, in denen sie Schwefel getrunken haben. Haben die dann das DMSO getrunken, den anorganischen Schwefel oder den organischen Schwefel, den wir aus dem Chemieunterricht kennen? Nee, sie haben schon direkt den anorganischen Schwefel getrunken. Und das war etwas, was ihnen geholfen hat, Entzündungsprozesse, die durch übermäßiges Essen, die haben ja damals auch schon in besonderer Weise geschlemmt, das ihnen dann geholfen hat, Entzündungsprozesse systematisch runterzufahren. Mhm. Und so nutzen wir heute in der Ganzheitsmedizin oder auch speziell in der Ethnomedizin, wo wir Kräuterrezepturen aus verschiedenen Ländern anwenden, Kräuterrezepturen, die alle gemeinsam haben, dass ihre sekundären Pflanzenstoffe, also ihre Inhaltsstoffe, die jetzt wirklich die Heilung auslösen oder Heilungsprozesse anregen, den Körper unterstützen. Wir nutzen solche, die vor allem gegen solche schleichenden Entzündungsprozesse arbeiten. Und da spielt auch das MSM, das wir in Tabletten- oder Pulverform geben können, eine große Rolle. Oder DMSO, das wir als Infusionen geben können. Und dazu kommen dann natürlich all die Dinge, wenn wir jetzt uns Rheuma angucken, nicht? Ich habe so viele Patienten, die Rheumaknoten haben, die morgen steife Finger haben, die Schmerzen haben in den Daumengelenken oder in der Schulter oder in den Kniegelenken, in der Hüfte. Es ist unglaublich, wie Rheumaerkrankungen zunehmen. Und hier hat die traditionelle chinesische Medizin hat hier sehr effektive Kräuterrezepturen hervorgebracht, die man in hoher Qualität auch in Deutschland kaufen kann, die man beziehen kann inzwischen, ohne dass man nach China dafür gehen muss. Aber es gibt auch Kräuterrezepturen, wo bestimmte Naturmittel zusammengestellt sind, gezielt mit dem Hintergrund, dass hier Inhaltsstoffe vorhanden sind, die antiinflammatorisch, also gegen Entzündungen wirken, sowohl im Darm als auch dann in den Gelenken. Beim Thema DMSO, da wird immer darauf hingewiesen, dass man es nur in Glasflaschen verwenden soll, dass auch nichts drumherum, kein Plastik, also als ob es so als Transporter auch dient, um andere Wirkstoffe wiederum zu unterstützen, von außen in die Haut dann zu kommen. Gilt es dann auch für Ihnen, also dass sich DMSO auch als schneller in die Tiefe gehendes Transportermittel mit ins Boot nehmen? Hat es auch diese Funktion? Ja, das hat auch die Funktion. Und wir können DMSO speziell einsetzen bei rheumatischen Erkrankungen, wo es darum geht, auch von außen die Haut einzureiben mit DMSO. Mhm. Und gleichzeitig können wir als Infusion das verabreichen, DMSO, sehr hoch dosiert. Das wirkt sehr, sehr schnell. Also wir können schon nach wenigen Tagen sehen, wie Entzündungswerte runtergehen. Wir können aber auch spezielle Kräuterrezepturen einsetzen. Ich denke da an Mischungen mit Ingwer, mit Kurkuma, mit Weihrauch. Mhm. Ich denke auch an Öle, CBD-Öl, auch antiinflammatorische Wirkung. Aber ich denke auch an ayurvedische Kräuterrezepte, die fantastisch gegen Rheuma wirken, mit Tryptoridium-Extrakt, Myrrhe-Extrakt. Also wir haben ganz viele Extrakte in der hochdosierten Naturmedizin, die uns helfen können, solche Entzündungsprozesse runterzufahren. Aber sie können natürlich alle ihr volles Wirkspektrum nur dann entfalten, wenn wir nicht an anderer Stelle gegenarbeiten. Mhm. Also gegenarbeiten durch eine Ernährung, die proinflammatorisch ist, also die Entzündungsprozesse anregt. Wir wissen also, dass tierisches Eiweiß, Milch, Omega-6-Fettsäuren, Transfettsäuren, Zucker natürlich. Das sind Substanzen, die Entzündungsprozesse anregen. Von Rauchen rede ich gar nicht mehr, das weiß ja sowieso jeder. Aber wir haben so viele Dinge in der Nahrung, die für uns einfach schlecht sind. Und wenn wir für uns die Entscheidung treffen, dieses Leben gesund leben zu wollen, unser menschlich-biologisches mögliches Potenzial zu leben, dann sollten wir Dinge, die uns im Leben einschränken, wirklich weglassen und eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Will ich gesünder und kraftintensiver
und wacher, bewusster, klarer dieses Leben leben. Und wenn ich diese Entscheidung treffe, dann bin ich heute jetzt in der Zeit nach Corona eingeladen, ganz neue Wege zu gehen und mal endgültig mich von Dingen zu verabschieden, von denen ich genau weiß, dass sie nicht gut für mich sind. Und wenn mir das gelingt, dann kann mich Naturmedizin, Naturkräuter, kann mich dann wunderbar unterstützen, dass ich auch ohne Chemie klarkomme. Und viele Dinge aus der chemischen, aus der Pharmazie dominierten Schulmedizin lösen so viele Nebenwirkungen aus, dass wir heute immer mehr die Frage stellen müssen, so eine Risiko-Nutzen-Abwägung machen. Nicht, wenn bei mir Patienten in die Praxis kommen und es passiert immer noch, dass Menschen mit 15, 18 verschiedenen Mitteln aus dem Krankenhaus entlassen werden, dann frage ich immer, wollen wir uns mal gemeinsam den Beipackzettel angucken? Und die Antwort ist immer die gleiche. Na, bleiben Sie mir bloß weg damit, wenn ich das alles sehe, dann kriege ich das auch noch. Mhm. Und da sage ich, nein, Transparenz. Das ist das Thema der heutigen Zeit. Wir müssen der Wahrheit ins Auge schauen und dafür Verantwortung tragen, wie wir mit uns umgehen. Dazu muss ich wissen, was ich in diesen Mund 3, 4, 5 Mal am Tag reinstecke. Also muss ich mir die Warnhinweise, die Gegenanzeigen, die Nebenwirkungen genau angucken. Und dann stelle ich plötzlich fest, also im Durchschnitt stelle ich fest, dass von 15 Medikamenten allein schon 5 ausgeschlossen sind, weil sie unter Kontraindikationen aufgeführt sind, die man bei der Erkrankung gar nicht nehmen darf. Ja. Aber viele Kollegen trauen sich zu, da einen großen Überblick über die Wechselwirkungen zu haben. Und das stelle ich sehr in Frage. Deswegen ist es mir wichtig, mit dem Patienten hinzuschauen und zu gucken, was sind die Nebenwirkungen, die schon die Pharmazie beschreibt, die also schon im Beipackzettel drinstehen. Und da mache ich immer wieder die Erfahrung, dass es unglaublich motivierend ist, seinen Lebensstil zu verändern. Wenn man plötzlich damit konfrontiert wird und sagt, ja, will ich das wirklich mir zutun oder bin ich nicht doch bereit, mal etwas Grundlegendes zu verändern in der Art und Weise, wie ich denke und wie ich esse. Ja, und auch mal den Mut zu haben, zu sagen, nee, das lasse ich erstmal auf mich sacken und ich überprüfe das mal für mich. Ich höre mir mal verschiedene Meinungen an. Wir wissen ja auch nicht, hast du zu 100% recht oder nicht, aber wir haben hier die Möglichkeit, uns ein Bild zu machen, in die Eigenverantwortung zu kommen, das anzuhören. Und dann kann ich mir anhören, hast du Erfahrungsberichte, Menschen, denen es geholfen hat? Also wenn ich jetzt jemand habe, der zum Beispiel Entzündungen hatte, rheumatische, und ich sehe dann bei dir, dass du deine Geschichten da anwendest, wie jetzt verschiedene Infusionen. Und der Patient sagt dann nachher wirklich aus Erfahrung, du, ich habe kein Cortison, ich brauche keine Hardcore-Medikamente, die wiederum Nebenwirkungen mit sich bringen. Ja, und ich erlebe seit 35 Jahren mich täglich damit herausgefordert, was wirkt, was nützt und macht mir einen glücklichen Patienten, der gerne wiederkommt, und was hat nicht genützt, was wirkt aber immer wieder nicht. Ne? Und damit ist ganz viel außen Bords geflogen, wo man häufig liest, dass es wirkt, aber ich habe in 35 Jahren nicht die Erfahrung gemacht, dass es wirkt. Aber bei anderen Sachen habe ich die Erfahrung gemacht. Und so kann ich immer mehr eine ganz individuelle Therapie zuschneidern, die wirklich auf den Patienten zugeschnitten ist. Und das führt in unglaublich vielen Fällen dazu, dass man sagen kann, alles, was kommt, kann grundsätzlich auch wieder gehen. Wir müssen uns nicht damit zufrieden geben, mit einer Schulmedizin, die immer mehr dazu neigt, nur noch zu reparieren und Nebenwirkungen dabei in Kauf nimmt. Nein, wir können eigenverantwortlich Dinge selbst in die Hand nehmen. Aber das Entscheidende ist die Selbstwahrnehmung. Tut das, was ich einnehme, mir gut? Erleichtert es mein Leben? Bereichert es mein Leben? Oder folge ich hier blind einem Arzt, nur weil sein Kittel so weiß und so lang ist. Ne? Ich finde es ja immer schön, bei Rheuma-Patienten zu sehen, dass man ja sagt, ach, es gibt ja auch die, ess, was du willst, und die Medikamente werden es schon richten, ja. Und dann isst du einfach dein Schweinefleisch und am nächsten Tag kannst du dich kaum noch bewegen. Ja, da spürst du ja wirklich am eigenen Leib, da war was falsch. Ja, gelaufen. Ja. So. Ja. Und genau das zeigt ja, dass das, was wir essen, ja auch wirklich Einfluss hat auf unseren Körper. Und das Schöne bei der Ernährung ist ja wirklich, wir merken es sofort. Ja, ich merke, wenn ich ein Mittagessen hatte, biologisch angebaut, tolle Öle, eine tolle Bioverfügbarkeit, wie es mir den Nachmittag über gut geht. Und ich sehe es genauso auch, wenn ich hier meinen Schrott esse,
dass ich eine Stunde später komplett in den Seilen hänge und gar nicht mehr wach bin und nicht mehr mich konzentrieren kann. Und das ist genau der Punkt. Die Medizin, die ich gerne mir wünschen würde, nenne ich smarte Medizin. Smart Medicine bedeutet, ich nehme bestimmte Übertreibungen der Schulmedizin raus, schätze wert all die wunderbaren Dinge, die uns helfen, in der Diagnostik, in der operativen Medizin. Es gibt wunderbare Dinge, es gibt auch viele gute Medikamente in der Intensivmedizin, die wichtig sind. Aber ich nehme mal alles das raus, was eigentlich überflüssig wäre, wenn ein Mensch so weit wäre, dass er für sich Verantwortung übernimmt und jetzt das Entscheidende entwickelt, nämlich eine Wahrnehmung für den eigenen inneren Arzt. Mhm. Nicht für die Intuition, für dieses Wunderwerk Körper. Übrigens, wenn man alle Nervenzellen eines Menschen zusammensetzt, aneinander reihen würde, die kleinsten Dendriten im Körper, alle Nervenzellen zusammen, kommen wir auf eine Länge von 680.000 Kilometer eines einzelnen Menschen. Mhm. Das ist einmal Erde, Mond hin und zurück. Das heißt, da steckt eine Intelligenz drin, ein Selbstheilungs-, ein Selbstreorganisationspotenzial, das fast grenzenlos ist. Wir können es letztendlich eigentlich nur vermasseln durch zu viele Dinge, die einfach ungünstig sind, die unser System schwächen, Blockaden auslösen, Verklebung, wenn ich an Zucker denke, verschiedenste Mechanismen blockieren, sodass sich das eigentliche Potenzial gar nicht entfalten kann, was in uns drinsteckt. Ja, ich würde gerne noch mal kurz die Kurve kriegen auf das DMSO, weil das war ja auch heute unser Thema. Für was kann ich das nutzen und einsetzen? Also wenn ich jetzt sage, kann ich es auch präventiv nehmen oder kann ich es eigenverantwortlich nehmen? Gibt es da Nebenwirkungen? Also ich würde immer sagen, DMSO gilt einmal von außen eingesetzt und als Infusion dann von innen. Ansonsten ist DMSO die Vorstufe vom MSM, nicht? Auch eine entsprechende Schwefelsubstanz. Und die kann man in Tablettenform einnehmen. Ja. Und da kann man hochdosierte Tabletten nehmen, bis zu 2 Gramm pro Tag. Wenn man aber speziell mit Gelenkbeschwerden zu tun hat, wie soll ich das jetzt sagen, ohne Werbung zu machen? Es gibt einen Gelenkkomplex, eine Gelenkmischung, in dem Fall von der Firma Ethnohealth, die hier sehr gut ist. Aber sicherlich gibt es auch viele andere Firmen, die sowas Ähnliches zumindest haben. Aber hier ist drin MSM, hier sind drin das Chondroitinsulfat, also viele knorpelaufbauende Mittel. Und dann 2 chinesische Heilpilze, die entzündungseindämmend nochmal in spezieller Weise wirken und die auch das Mikrobiom entsprechend stärken, sodass wir die Ursache der Gelenkentzündung nochmal an tieferer Stelle auch betrachten und damit den Darm noch zusätzlich unterstützen. Kann ich MSM auch bei, wenn ich jetzt so ein bisschen an die familiäre Hausapotheke, gibt es da noch so ein paar Sachen, keine Ahnung, Warzen bei Kindern oder bei Erwachsenen oder Schürfwunden? Also alles, was mit Entzündung zu tun hat, wird durch Schwefel eingedämmt und ist gut. Und alles, wo Entzündungen an der Hautoberfläche sind, können wir natürlich von außen mit DSMO, der Vorstufe, entsprechend betupfen. Okay. Mhm. Hat das noch Auswirkungen auf die Darmstruktur, wenn der... Naja, gerade Entzündungen, die im Darm sind, auch Autoimmunerkrankungen im Darm, auch entsprechende Nahrungsmittelallergien. Nicht? Auch hier kann das eine Rolle spielen, auch wie gesagt bei Parasitenbefall. Aber hier bei der inneren Einnahme dann immer MSM als Kapsel. Wie gesagt, 2 Gramm pro Tag ist hier häufig die richtige Dosis. Und natürlich immer in Abstimmung mit einem Arzt oder entsprechend fachkundigen Therapeuten. Da kann man mit dieser Naturmedizin unwahrscheinlich viel erreichen. Also kann man so sagen, es ist so ein bisschen das pflanzliche Ibuprofen. Ja, so was Ähnliches kann man auch zu den vielen Ethnorezepturen sagen, die so aus dem asiatischen Raum kommen. Wie gesagt, ayurvedische Rezepturen, TCM-Rezepturen, die haben alle entzündungseindämmende Wirkungen, so wie Ibuprofen auch. Und da gibt es auch gute Studien drüber, die ich in unserer Ärzteausbildung, wenn Rüdiger Dahlke und ich zusammen Ärzte für Naturheilverfahren ausbilden, dann zeige ich all diese Studien, die zeigen, wie zum Beispiel Kurkuma und Ibuprofen miteinander verglichen werden. Mhm. Das ist unglaublich. Die Balgen sind fast identisch. Wenn ich mir jetzt selber was anmischen möchte, ja, ich will jetzt mein Kurkuma und mein Ingwer als Konzentrat mir als Shot morgens machen und überall steht, nicht aus China benutzen. Also wie kann ich jetzt als Endverbraucher, der sich da selber was zusammenbrauen möchte, wo kriege ich die Sachen her? Gibt es das auch in Österreich oder
Kennst du da? Ja, die Firma EthnoHealth zum Beispiel, die in Deutschland sitzt, die auch in Deutschland produziert, die hat ein überwachtes System, zertifiziert und ein eigenes Labor. Da kriegen wir höchste Qualität zu auch gutem Preis. Das ist etwas, was ich seit vielen Jahren in meiner Praxis anwende. Sicherlich gibt es viele andere Anbieter. Aber wie gesagt, wichtig ist immer, dass auch die Rahmenbedingungen betrachtet werden, angegangen werden. Und dann kann auch Natur, Heilkräutermedizin ihr volles Wirkspektrum entfalten. Mhm. Gibt es bei DMSO oder MSM was zu beachten, wenn ich es kaufe oder mir... Naja, es sollte eigentlich immer, ich finde es immer gut, wenn man Laborwerte kontrolliert. Wir haben den hochsensiblen CRP-Wert, das ist ein Entzündungsmarker, der in ganz feinen Bereich gemessen wird. So sehen wir sehr gut, ob Entzündungen, wenn sie denn da sind, ob die runtergehen durch die Einnahme oder nicht. Okay. Und wir können eine Mikrobiomanalyse machen, wo wir durch eine Stuhluntersuchung schauen, wie tief sind Entzündungen ins Darmgewebe eingedrungen, weil der Gastroenterologe mit der Endoskopie, der sieht natürlich nur die Spitze des Eisberges. Damit sieht er nur 10% dessen, was möglich ist, während die Stuhlanalyse in tiefe Schichten reingeht, die man mit dem Auge nicht sehen kann. Ja. Okay. Und wenn wir über Leaky Gut sprechen, dann sieht man, die ganz tiefen Leaky Gut-Schichten kann der Gastroenterologe gar nicht sehen. Ja. Die können wir aber wieder mit speziellen Blutwerten messen. Also die moderne Labordiagnostik hat da unwahrscheinlich viel zu bieten, genauso wie auch die traditionelle Medizin hier von Heilkräutern, auch die Phytotherapie, die alte verstaubte Phytotherapie, jetzt auf eine ganz neue Ebene stellt, seit wir die Möglichkeit haben, hochdosierte Extrakte anzuwenden, die gezielt auf Entzündungsprozesse einwirken. Okay. Ja, toll. Wieder eine interessante Übersicht bekommen über das ganze Thema. Liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei waren. Wir haben heute natürlich wieder einen tollen Einblick bekommen, was für Möglichkeiten wir haben. Gucken Sie sich immer um, machen Sie sich schlau, schauen Sie einfach mal auch, was zu Ihnen passt. Ja? Und lieber Ingfried, vielen Dank, dass du heute da warst. Und bis bald. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen.